Willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2. Im letzten Part sind wir hier in Neuweimar angekommen. Und es könnte sein, dass ich jetzt ein bisschen anders aufgestellt bin von SP und HP und sowas her. Nach dem Kampf. Ich habe den Kampf nochmal gemacht und habe diesmal ziemlich den Gegner geraced. Er kam einmal zum Kombi-Angriff. Ja, weil ich einfach aussehen das Programm zugemacht habe, ohne zu speichern. Weil mein Controller dann die kurze Zeit danach den Geist aufgegeben hatte. Und dann musste ich das Programm nochmal neu starten, aber vergessen. Ich konnte ja nicht irgendwie speichern. Und damit war das dann halt nochmal weg und ich habe das schnell nochmal nachgespielt. Das ging ja wenigstens flott. So. Einer ist weg. Und der wird jetzt auch nicht mehr lange überleben. Wunderbar. Perfekt. So. Schauen wir doch mal weiter dann. Okay, hier haben wir einen Speicherpunkt. Diesmal speichern wir auch. Aber wie schon erwähnt, noch eine neue Stelle. Denn falls wir doch nochmal irgendwie zurück wollen, können wir das wahrscheinlich jetzt sonst nicht mehr. So, da geht's lang, da geht's lang. Wieder einmal viele Wege. Gehen erstmal den, der am weitesten wegführt. Was ist das? Okay, das hat mich leicht erschreckt. Damit habe ich jetzt nicht gesehen, dass da so die Finger rauskommen. Weimar-Motten. Was sagt ihr denn zu einem Crackling? Boom. Oh ja. Das macht gut Schaden. Okay. Noch einer. Und auch den haben wir. Sehr gut. Threat eliminated. Dum, 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 dum. So, Level Ups. Sehr schön. Da wo es rot drin ist, kommen Gegner raus anscheinend. Ja, demnach sieht es wohl aus. Okay. So, die Frage ist jetzt, was kann ich hier machen? Also, ich meine, ich sehe jetzt, dass hier Gegner rauskommen und so, aber ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass hier irgendwie eine Truhe oder ähnliches ist. Das würde mich dann schon eher interessieren. Auch ganz gut Schaden. Ja, geht so. Das Problem ist einfach nur, dass es überhaupt nicht ganz so viel HP hat. Light blue. So, muss erstmal geheilt werden hier. Perfekt. Thank you.
Perfekt. Threat eliminated. Ba ba da bow. Okay. So, also was bringen wir das jetzt hier? Das ist gerade die Frage. Hi. Wo kommst du her? Wir haben auf jeden Fall die Initiative, gut. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Will ich es wissen? Vielleicht. Now, burn to a crisp. Muss ich es wissen? Wahrscheinlich nicht. Oh Gott, okay. Feuer bringt schon mal gar nichts gegen die Dinger. Dann machen wir nochmal einen Zip alle. Und sehen mal zu, dass das was bringt. Oh, holy thunder. Bringt schon um einiges mehr. Das mal so sagen darf. Einer weg. Zweiter weg und dritter auch weg. Waren das vier? Da habe ich den einen nur nicht weggehauen, sondern es war einfach nur der andere. Egal. Der Kampf spätestens vorüber. Ist okay, und nun? Gab's hier etwas oder irgendwie? Sehe gerade nicht wirklich einen Sinn dahinter. Ah, doch, hier gibt's noch einen anderen Weg. Okay. Von welchem bin ich jetzt gekommen? Sein. Dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. Okay. Passt soweit. Die Frage ist, jetzt bin ich jetzt doch den richtigen Weg gegangen. Ich finde es natürlich besser, wenn das eben nicht der Fall wäre. Die Napalm Fruit will ich nicht unbedingt wieder bekommen. Perfekt. So. Die kann ich auch noch abhalten davon. Angreifen ist weniger problematisch, der hat sogar noch einen Auto-Heal drin. Er kann das schon mal ab, ein bisschen Schaden zu nehmen. Okay. So, hier geht's weiter. Und es war tatsächlich für eine Rüstung Holy Sword Armor. Das hört sich gut an. Raises Power of Moves. Das hört sich verdammt gut an. Okay, dann macht sich jetzt Roam ein bisschen besser. Im Sinne von, er heilt sich jetzt immer wieder. Was auch nicht schlecht ist. Und von Ryodo sind die Moves jetzt noch stärker. Was ziemlich cool ist. Ach, also, da er sowieso der größte Damage-Output ist meistens. Ist halt Flying Tensaken. Mal recovern können wir uns trotzdem. Ich wollte mich recovern, nicht speichern. So. Okay.
So, wo geht's jetzt noch hin? Da könnte ich lang, da könnte ich lang. Ein Yomi-Elixier, sehr gut. Nehme ich natürlich gerne an. Okay, das Spielchen hier wieder. Da ist ein Gegner, da ist nichts. Da ist ein Helm. Kriegeshelm. Das wird immer besser hier. Reduces IP Slowing. Das Ding auch. Gibt aber auch noch 10 AP dazu. Schauen wir mal, ob das jemand anderes tragen kann. Dann kriegst du den jetzt. Einfach, oder war da irgendwas drin? Ich glaube nicht. Und gehen weiter. So, schon mal so einer. Okay. Ich habe die Vermutung, dass ich gleich nochmal zurück zum Speicherpunkt kann. Deswegen mache ich jetzt einmal den Sky Dragon Slash. Um ein bisschen Zeit zu sparen. Okay, dafür kriege ich aber keine Erfahrung mehr. Schade. Unico Potion. Hier geht es nämlich nicht weiter. Okay, dann müssen wir uns irgendwo einen anderen Weg suchen. Ich glaube kaum, dass er dann irgendwo hier drin sein wird. Oder da bei den Gegnern. Also müssen wir wieder zurück. Und einen weiteren Weg finden. Weil ich ehrlich sein muss, dass ich gerade keine Ahnung habe, wo der sein sollte. Okay, ich bin mir gerade nicht sicher, was hier abgeht. Ich hau mal kurz die Dinger hier noch kaputt. Aber gegen euch ziemlich gut. Also gegen die anderen, ich weiß es nicht, gegen die fliegenden Dinger. Black. Da geht's. Ah, die anderen nehmen verdammt viel Schaden. Das war ja das Sinn. Jetzt mal die Dinger da kaputt zu machen. Das ist das Ding gemacht. Na, Rome greift leider auch den Falschen an. Spotsmine Cold. Lotus Flower Bloom. Was? So. Alles klar, soweit so gut. Und auch den hat Ryudo dann noch erledigt. These guys have no real challenge. Sehr gut. Also wir bekommen auch wenigstens wieder Punkte dafür. Hier noch. Aha. Okay, da haben wir den Weg, der uns noch gefehlt hat. Ja, da hinten geht's weiter. Wollte schon sagen, ne? Geht's auch nicht weiter. Ist nur eine Geldruhe. Aber es geht doch weiter. Sehr gut. So. Ich nehme bei euch Tremor aus.
Macht euch Tremor auch so viel Schaden? Angle 0092. Oh ja. Oh ja. Sehr gut. Okay, so haben wir ein bisschen Geld, was wir wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr brauchen werden. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwie an den Shop kommen. Jetzt sind wir wieder in so einem Raum. Mit lauter Eiern. Okay, da drüben ist nichts weiter. So, ein paar Kämpfe werden uns hier aufgezwungen auf jeden Fall. Mal sehen, ob ich an ein paar vorbeikomme. Tensei can slash. Vielleicht klappt's ja. Dem einen Angriff entkommen. Scheint so. Dem einen Angriff entkommen und den anderen aufgehalten. Wunderbar. White. War doch gut geschätzt. Ich muss dann lieber den anderen angreifen, nicht den, der mich direkt angreift. Der hat nämlich dann einfach daneben gehauen. Dem anderen konnte ich so weit wehtun, dass er jetzt K.O. geht. Was will man mehr? Die anderen sind dann jetzt ganz hinten. Ich kriege jetzt auch erst ein paar Kombos drauf. Okay. You better practice if you wanna beat me. Und Yudo stottert ein bisschen herum. Müssen wir auch nochmal mitnehmen. Aber diesmal haben wir die Initiative. Ist damit der Luftflower irgendwie alle drei erwischt? Dann machen wir einfach wieder Crackling. Das ist dann doch recht stark, das sollte gut klappen. White. Ein bisschen zu viel rum hier. We won! Okay. So schnell hier weiter. Dass die Dinger nicht mehr auf den Sack gehen können. Ein weiteres Yomi-Elixier. Wir kommen hier drüben an. Wunderbar. Das jetzt? Ah, okay, das verändert. Wo es oben ist im Boden. Hätte ich da drüben noch was bekommen können? Ich glaube nicht, oder? Nee, da drüben ist nichts mehr. Okay.
Komme ich nochmal zum Speicherpunkt von hier? So, komme ich jetzt auf jeden Fall zum Speicherpunkt. Dann nutzen wir das. Wenn wir schon so eine Möglichkeit kriegen, unseren Speicherpunkt wieder zu haben, dann nutzen wir das auch. So, und bevor ich jetzt den Part beende, hauen wir nochmal die letzten paar Punkte raus, die ich jetzt so gerade habe. Allzu viele Möglichkeiten dürfen wir eh nicht mehr haben, um das hoch zum hochzuleveln. Ah, hier fehlt noch ein bisschen. 4000 so Magie. Healer hochgelevelt. Owl, Howlslash, alles halt hoch. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir an der Stelle weitermachen und weiter durch Neu-Valmar durchrushen. Und ja, wir sehen uns. Bis dann.